Tut mir leid, mein Freund. Keine Zeit zum Reden. Mein Freund Salid und ich trainieren darauf, Kämpfer in der Arena zu werden. Dafür braucht man eine Menge Hingabe. Okay. Du vielleicht? Nicht reden! Nicht reden! Nur trainieren! Branwen und Salid, wir werden Kämpfer in Arena! Wir kämpfen, werden Champions! Berühmt! Ja, Leute, da habt ihr noch einen langen Weg vor euch, wenn ihr euch nur gegenseitig mit den Fäusten auf die Nüsse gebt. Nein, nein. Ich habe dieses Kapitel hinter mich gebracht. Ich bin schon der Beste. Tut mir leid, Leute. So, wo wollen wir hin? Oh, ich brauche die Karte. Orientierungslos. Doch, tatsächlich, hierhin. Komisch, was ist das für ein Ausgang? Tatsächlich, Marktviertel. Wir sind doch sonst immer einen etwas anderen Weg gelaufen von der Arena aus bis zum Marktviertel. Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier noch etwas gibt. Nein, das ist die Hauptzutat. Da kann man Zutaten kriegen. Fighting Chance, nein. Merchants Inn, nein. Ich glaube, die war dazwischen hier. Genau, First Edition, Erstausgabe. Oh, hat noch offen, sehr nice. Wahrscheinlich kurz bevor es schließt, bin ich gerade noch pünktlich reingekommen. So, hör mal zu. Was? Mysterium Xarxes. Ihr sprecht wohl von den Erläuterungen zum Mysterium Xarxes von Mankar Kamoran, eine häufige Fehlvermutung. Das gesamte Werk besteht aus 4 Bänden. Die ersten beiden Bände sind zwar selten, können jedoch von Zeit zu Zeit durchaus noch gefunden werden. Aber es ist völlig ausgeschlossen, durch Zufall über Band 3 und 4 zu stolpern. Ach ja, warum? Ich brauche genau diese beiden Bände. Ich habe zwar zufällig ein Exemplar von Band 3 im Haus, aber es ist eine Sonderbestellung. Von einem anderen Kunden im Voraus bezahlt. Verzeiht. Quinas wäre sehr enttäuscht, wenn er hierher käme und das Buch nicht mehr da wäre. Es tut mir leid, aber ich kann nicht helfen. Wie wär's, wenn ich mehr zahle? Wer ist denn dieser Gwinas? Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er war ganz begierig darauf, Band 3 der Erläuterungen von Kamoran zu bekommen. Kommt extra aus Valenwald hierher. Nun ja, er wollte das Buch abholen und jetzt ist er spät dran. Ihr könnt hier warten, wenn ihr selbst mit ihm sprechen möchtet. Verstehe, okay, das können wir machen. Graufuchs, wer ist eigentlich dieser Graufuchs und warum sehen wir überall die Plakate von ihm? Verdammter Dieb! Ich hoffe, sie knüpfen ihn auf, wenn sie ihn kriegen. Aber er entwischt immer wieder. Die Bettler sind seine Augen und Ohren. Na gut, der konnte uns nicht viel dazu sagen. Falls es noch nicht im Let's Play erwähnt wurde, sage ich es einfach nochmal so. Der Graufuchs ist der Chef der Diebesgilde. Ja, jetzt ist es raus. Was kann er uns zu Band 3 sagen? Es tut mir leid, aber ich kann es euch um keinen Preis verkaufen. Ich habe das... Gut, also er kann es dazu nicht sagen, sondern nur, dass es bereits einem anderen versprochen wurde. Band 4. Ich hätte ein Exemplar, aber ich habe noch nie eins gesehen. Schade, okay, dazu kann er uns auch nichts sagen. Dann tschüss. Schönen Tag. Ein kleiner Quicksave. Und ich vermute, dass hier jeden Moment dieser Kerl reinkommen wird, so als geskriptetes Event. Wow, Junge, du hast aber komischen Schattenwurf. Du stehst da und auf der anderen Seite vom Tisch sieht man deinen Schatten. Ich frag mich, was passiert, wenn ich hier stehen bleibe, während der Laden schließen will. Verscheucht er mich dann einfach, oder? Stört es ihn eigentlich, wenn ich hier so auf den Sachen rumhüpfe? Hallo, guck mal. Oh, wer ist das? Gwinas, da ist er. Hab ich doch gewusst. Ich komme wegen meines Buches. Die Erläuterung von Mankar Kamoran, Band 3. Aber natürlich, bitteschön. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bald wieder beehrt. Danke, vielen Dank. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich schon nach diesem Buch suche. Ja, ich weiß auch nicht. Hi. Bitte, fahrt fort. So, hör mal zu, Junge. Gib mir das Buch oder du stirbst. Seid ihr mir etwa gefolgt? Nein. Lass mich in Ruhe, das ist mein Buch. Nein. Ich will es von euch erstehen. Gebt mir einfach das Buch und ich gehe. Erzählt mir vom Kult der mythischen Mordenröte. Ja, tun wir erstmal auf freundlich. Vielleicht kann er uns noch mehr Informationen geben. Die mythische Morgenröte? Seid ihr... Ich meine, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich weiß nichts über einen Kult. Ach ja. Stellt euch nicht dumm. Nun gut.
Ich sehe, dass ihr mit den Erläuterungen von Manka Kamuran vertraut seid. Ich weiß, dass dädrische Kulte gesellschaftlich nicht gerade anerkannt sind. Aber das sind nur dumme Vorurteile und Aberglaube. Für den unternehmenslustigen, aufgeschlossenen Denker hat die Dädra-Anbetung einiges zu bieten. Ach ja, sie haben aber den Kaiser getötet, du Trottel. Was? Die mythische Morgenröte hat... Ihr müsst mir glauben, ich hatte einfach keine Ahnung. Ich meine, ich wusste, dass das ein dädrischer Kult ist. Die Ansichten von Manka Kamuran über Merunes Dagon sind faszinierend. Sogar revolutionär. Aber den Kaiser ermorden? Möge Mara uns beschützen. Es tut mir echt leid, dass du es nicht besser wusstest, aber ihr solltet mir besser dieses Buch geben. Ja, aber natürlich. Ich will nicht, dass irgendjemand glaubt, ich hätte mit ihren wahnsinnigen Intrigen zu tun. Hier, Band 3 gehört euch. Was ihr damit tut, ist eure Sache. Dankeschön, ich werde ganz sicher darauf aufpassen. Abgejuckst. Ja, kannst du mir auch etwas über das vierte Buch sagen? Band 4 bekommt ihr nur direkt von einem Mitglied der mythischen Morgenröte. Ich habe ein Treffen mit dem Förderer verabredet, den er sich selbst nannte. Hier, nehmt diese Notiz von ihnen. Hier steht, wohin ihr gehen müsst. Mit der mythischen Morgenröte will ich nichts mehr zu schaffen haben. Hahaha, perfekt. Wir haben ihm das Buch abgejuckst und sogar einen Hinweis dafür bekommen, wie wir zum nächsten Buch gelangen. So, dann aber, was wir noch nachholen, Band 2 lesen, Zerstörungsfertigkeit verbessert, Band 3 lesen, Illusionsfertigkeit verbessert, sehr willkommen, das brauchen wir. Band 1 haben wir schon, genau. Dann die Notiz, die wir von ihm bekommen haben, zum Treffpunkt mit dem Förderer. Gwinas, euer Interesse an den Schriften des Meisters wurde vermerkt. Ihr macht die ersten Schritte auf dem Weg zur wahren Erleuchtung. Mit Beharrlichkeit werdet ihr noch in den Reihen der Auserwählten aufsteigen. Wollt ihr weiter auf dem Pfad der Morgenröte wandeln, so benötigt ihr den vierten Band der Erläuterungen zum Mysterium Xarxes des Meisters. Diesen könnt ihr nur von einem Mitglied des Ordens der mythischen Morgenröte erhalten. Als euer offizieller Förderer gebe ich mein Exemplar an euch weiter, sofern ich euch für würdig erachte. Studiert die ersten drei Bände von den Meistersschriften. Sucht so gut ihr könnt nach der verborgenen Bedeutung in seinen Worten. Wenn ihr soweit seid, kommt zu den versunkenen Abwasserkanälen unter dem Talusplatzbezirk in der Kaiserstadt. Kommt allein, folgt dem Haupttunnel, bis ihr den Raum mit dem Tisch und Stuhl erreicht. Setzt euch dorthin. Ich werde euch dort treffen und euch das geben, nach dem ihr strebt. Der Förderer. Geht klar, Förderer. Tschüss, Trottel. Wir haben ihn hinterlistet. Hinterlistet, das sagt man doch so, oder? Gut, dann gehen wir mal zum Talusplatzbezirk, der sich... Nein, das ist der Elfengartenbezirk. Moment, stand da nicht Talusplatzbezirk? Der ist doch da. Na gut, dann gehen wir eben hier hin. Scheint egal zu sein, von welcher Seite aus wir da reingehen in den Abfluss. Tatsächlich, der zeigt mir direkt hier hin. Aber wohin? Irgendwo... Hierhin? Worum geht es hier? Habt ihr mich gehört? In Luther Broads Pension? Warum denn hierhin? Hat mir gesagt, dass ich das brauche, bla bla bla, da sollte ich hingehen. Aha, zuerst muss ich Baurus finden. Wir sollen zuerst Baurus Bescheid sagen über den Fortschritt unserer Erkunden. Du. Ihr seid nicht leicht ausfindig zu machen. Was habt ihr herausgefunden? Was heißt nicht leicht ausfindig zu machen? Ich war fast gerade mal einen halben Tag weg. Mensch, bist du ungeduldig. Erstmal allgemein über die mythische Morgenröte. Sie werden für den Mord am Kaiser büßen. Wo wir jetzt wissen, wer sie sind, ist es nur noch eine Sache der Zeit. Und jetzt über die Versammlung, die stattfinden soll, wo wir an den vierten Band kommen könnten. Das könnte genau die große Chance sein, die wir brauchen. Gute Arbeit! Wir müssen also dieses vierte Buch finden. Wenn Tamena recht hat, können wir mit diesen Büchern zum verborgenen Schrein der mythischen Morgenröte finden. Auf geht's! Diesen Teil der Abwasserkanäle kenne ich gut.
Oh, ach so, wir werden doch keine komischen Fragen beantworten müssen, um den vierten Band zu erhalten, sondern wir werden, wie es aussieht, einfach mit Baurus die ganze Bastion stürmen und alle abmetzeln gehen. Die Abwasserkanäle verlaufen unter der gesamten Kaiserstadt. In jedem Bezirk gibt es Zugänge. Die Klingen nutzen sie dann und wann bei geheimen Vorhaben. Und sie können sich so in der Stadt bewegen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Na gut, dann wollen wir mal los, Baurus. Folgt mir. Ich weiß, wie man zu dem Teil der Abwasserkanäle gelangt, wo wir den Förderer treffen müssen. Los, geh schon. Also mir Stress machen, dass ich so langsam war, aber dann gehst du hier ganz gemütlich und gechillt durch die Straße. Also komm, mach hinne. Da lang? Einen wunderschönen guten Jawohl. Tag. Wie geht's? Bestimmt gibt's hier irgendwo einen Abfluss. Oder durch den Brunnen, eventuell. Ich weiß es nicht. Ah ja, hier. Tatsächlich. Dann gehen wir da mal rein. Oh ja, wie sehr habe ich Abflüsse vermisst. Dann machen wir es uns eben schön blau und gemütlich. Und einmal einen richtigen Speicherpunkt. Das darf auch nicht fehlen. Ich fühle mich immer noch nicht wohl bei dem Gedanken, dass wir die ganze Zeit nur Quicksaves benutzen. Schlammkrabbe, mein Kill! Pass auf! Tja, du warst zu langsam, Baurus. Ach, da war noch eine. Oh. Warte doch. Na, immerhin ist er intelligent genug, das Ding aufzumachen. In den meisten anderen Spielen kennt man's ja. Los, mach die Tür auf! Warum soll ich das machen? Los, mach die Tür auf! Aber du könntest doch genauso gut den Hebel ziehen! Los, mach die Tür auf! Aus dem Weg, Baurus! Was? Die Schlammkrabbe hat Gold. Na, du solltest mal aufpassen, was du hier so frisst unten. Ah, Mann, Baurus, hör auf, mir alles zu töten, Mensch. Mein Kill! Da ist noch eine! Zusammenbleiben! Mein Kill! Mann, alles meine Kills, Baurus. Alles meins, alles meins. Mist, die Pfeile hätte ich aber trotzdem gerne zurückbekommen. Und da haben wir eine Ratte. Keine Sorge, Baurus, ist alles clear. Hier ist nichts los. Gib mir mal einen Pfeil. Und ein Fass. Na, Fackeln brauchen wir nicht so. Wir haben ja Infravision. Oh, das ist ja eine Tür. Ich dachte, das Ding kann man wieder hochziehen. Scheinbar nicht. Ja, Baurus, mach du das Vieh fertig. Der hier gehört mir. Ja, mach ruhig. Oh. Da hast du auch was übersehen, mein Mann. Die Flanke auf. Passt auf die Flanke auf. Ey, danke für die Tipps. Bei Schlammkrabben werde ich garantiert nicht auf irgendeine Flanke von mir aufpassen. Oh. Der hier gehört mir. Ja, von mir aus. Hier ist eine Kiste. Na gut, immerhin etwas. Habe ich den Kill noch bekommen? Glaube nicht. Nein, gib mir meinen Pfeil zurück. So. Lass dich nicht stören, Baurus. Geh einfach weiter. Oh, da ist ein Goblin.